Gestern Nachmittag war das Desaster bei der Fußball-WM in Katar perfekt. Die Pleite gegen Japan, ein verzagt agierender DFB gegen die Anmaßungen der Infantino-Truppe, die One-Love-Binde am Arm der Sportministerin anstatt beim Nationaltorhüter. Auf Leidenschaft und Freude am Fußball hofft man da wohl vergeblich. Im Abseits die Fußball-WM in Katar, jetzt in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste hier im Studio, Waldemar Hartmann ist bei uns, ehemaliger Sportmoderator der ARD. Sie haben einen Großteil der in den letzten Jahrzehnten stattgefundenen Welt- und Europameisterschaften mitgemacht. 11-mal Olympische Winter- und Sommerspiele und das Ganze drumherum hautnah miterlebt. Tuba Tekkal ist bei uns, ehemalige Profifußballerin, Trainerin und Sozialunternehmerin. Sie engagieren sich im Projekt Scoring Girls. Scoring Girls ist ein Projekt für geflüchtete junge Mädchen, die sonst keinen Zugang zu Sport hätten. Philipp Köster ist Chefredakteur des Fußballmagazins 11 Freunde und unter anderem Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Jeremias Kettner ist bei uns, Unternehmens- und Politikberater und ein Experte in Sachen katarisch-deutsche Beziehungen. Dazu haben Sie auch promoviert und es geht vor allem um die Bereiche Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Herr Hartmann, die WM in Katar, die ist nicht die erste umstrittene Großveranstaltung. Es gab vor 4 Jahren die Weltmeisterschaft in Russland, in diesem Jahr noch die Winterspiele in China. Müssen wir uns an solche umstrittenen Vergaben von Sportevents gewöhnen? Ich fürchte ja, denn in Deutschland hat es schon 3 oder 4 Bewerber für Olympische Spiele gegeben und die sind jeweils nicht zustande gekommen, weil die Bevölkerung sie abgelehnt hat. Das war in Leipzig so, das war in Hamburg so, das war in Berlin so, das war in München so. Und dann landen die irgendwann bei autokratischen Herrschern. Und ich weiß jetzt nicht, wie es weitergehen soll. Also die Vereinigten Staaten gelten noch als demokratisches Land. Und genau. USA und Mexiko zusammen. Ne? Ja. Ich fürchte, dass wir uns damit anfreunden müssen, dass dies öfter der Fall sein wird. Frau Tekkal, als ehemalige Profifußballerin wissen Sie ja am besten, was in solchen Situationen wie jetzt in Katar auch in den Spielern vorgeht. Einerseits wollen Sie auf keinem Auge blind sein. Sie wollen sich auch gegen Ungerechtigkeit wenden. Auf der anderen Seite wollen Sie natürlich auch sportlichen Erfolg haben. Wie muss man sich diesen Druck da vorstellen? In erster Linie ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, dass das eine das andere nicht ausschließt. Und ich glaube, das ist das, was ich in erster Linie sagen möchte. Weil klar, ich liebe diesen Sport und ich habe ihn viele Jahre gespielt. Und ich weiß auch ungefähr, was in Spielern vorgeht oder Spielerinnen, die vielleicht ein bisschen unter Druck gesetzt werden, sich zu äußern. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass eben wir nicht nur sportliche Vorbilder sind in diesen Momenten, sondern eben auch politische Vorbilder und dass die Zeiten vorbei sind, wo wir schweigen und nichts sagen und deswegen auch da eine Verantwortung haben und laut sein müssen. Jetzt muss man, Herr Köster, ja eine Unterscheidung machen zwischen dem Austragungsort, also dem Emirat Katar, und dem Veranstalter. Das ist ja nicht der Emir, sondern das ist die FIFA. Sind das eigentlich die eigentlichen Buhmänner, wenn es um die Fragen geht, Vergabe mit Korruption, die Relativierung von Menschenrechten, von Vielfalt? Müssen wir uns da eher an die FIFA als an Katar halten bei dieser Weltmeisterschaft? Na, da haben ja alle ihre Rolle gespielt. Katar, das mutmaßlich ja diverse Mitglieder des FIFA-Exekutivkomitees geschmiert hat. Die FIFA, die kein moralisches Geländer hatte, als es darum ging, wo vergeben wir eigentlich dieses Turnier hin. Überhaupt diese ganze moralische Verwahrlosung, die wir dort erleben, wo man das Gefühl hat, alles, was in irgendeiner Weise an, sagen wir mal, moralischen Anforderungen da ist, wird so sehr gedehnt und immer wieder in perverse Zusammenhänge gestellt, dass am Ende nichts mehr eine Bedeutung hat. Also man konnte ja, als man beispielsweise Gianni Infantino, den FIFA-Präsidenten, in seiner Pressekonferenz gehört hat, konnte man ja denken, so ein Menschenrechtler vor dem Herrn. Also wenn man nicht wüsste, dass alles, was er sagt, genau das Gegenteil ist von dem, was er macht. Herr Kettner, eine Fußball-Weltmeisterschaft soll ja nicht nur Brücken bauen zwischen den teilnehmenden Ländern, soll ja auch, ist ja auch das gute Recht des Austragungslandes, dessen Image aufpolieren. Haben sich die Kataris da verkalkuliert, was das Image angeht?
Das ist eine sehr gute Frage. Das werden wir noch sehen, ob es eine Misskalkulation war. Aber Sie haben das angesprochen. Katar, was wollte Katar damit? Es wollte auf die Landkarte, es wollte bekannt werden. Das nennt man in der Politikwissenschaft Soft Power. Das heißt, man möchte über solche Sport-Mega-Events oder eben auch über Kultur und Bildung über sich reden machen. Nicht? Es gibt in der, zwei Kollegen von mir haben das beschrieben, ein Soft-Power-Disempowerment-Nexus. Das heißt natürlich, es kann sein, wenn du so im Limelight stehst und eben dann auch die sehr vielen negativen Sachen mit hochgeschwemmt werden, dass das zum Teil auch nach hinten losgehen kann. Aber das Ziel von Katar wurde erstmal erreicht. Jetzt kennt man Katar und man weiß, es ist ein ernstzunehmender Akteur. Ich rede gar nicht mal so sehr um den Sport. Mhm. Es geht ja um Gas, es geht um Investitionen, es geht um wirtschaftliche Beziehungen und es geht auch zunehmend um Katar als Mediator in internationalen Konflikten. Würden Sie denn als jemand, der Katar gut kennt und auch für die Beziehungen dorthin pflegt, Sie sind ja eben auch Berater in diesen Bereichen, würden Sie sagen, es war die Vergabe an Katar war ein Fehler? Aus welcher Sicht fragen Sie das? Also jetzt natürlich aus der wir diskutieren, weniger der sportlichen. Da könnte man ja auch drüber reden, ob tiefgekühlte Stadien mitten in der Wüste so gut sind. Mhm. Aber auch jetzt aus der politischen, aus der sportpolitischen Sicht. Also ich fand, was Herr Hartmann hier eingangs gesagt hatte, eine relativ gute Analyse und auch eine sehr realistische Einschätzung. Denn man muss sich ja immer überlegen, wer macht es denn eigentlich sonst noch? Und wenn sich dann Katar bewirbt, also alles, was zu kritisieren ist und was da im Raum steht, das soll auch kritisiert werden. Nur am Ende des Tages ist es ja meines Erachtens auch okay, wenn eine WM in die arabische Welt mal geht. Und wo soll die sonst hingehen? Es gibt 22 arabische Staaten, aber nur die arabischen Golfstaaten, die im GCC zusammengefasst sind, haben ja auch die finanziellen Mittel, sowas wirklich auszutragen. Vertikal, jetzt fällt ja eines auf. Ich glaube, 2010 war die Entscheidung der FIFA, die WM nach Katar zu geben. Das sind 12,5 Jahre. Es gab immer wieder Kritik auch daran, also an den Umweltfragen, Stichwort, dass man klimatisierte Stadien damit in die Wüste stellt, die miese Behandlung der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter dort. Aber dass es jetzt so 10, 12 Tage vor der WM plötzlich hochkommt und alle Welt darüber diskutiert, was man 12 Jahre vorher schon hätte machen können, folgen wir da nur Reflexen oder ist das eine Nachlässigkeit auch der Weltöffentlichkeit, viel zu spät dieses Thema entdeckt zu haben? Also definitiv sind wir viel zu spät dran, darüber zu berichten. Und dennoch sage ich, dass es gut ist, dass gerade die ganze Aufmerksamkeit darauf gelenkt ist. Viele NGOs und viele Human Rights Watch, Amnesty International, wie sie alle heißen, die haben schon sehr viele Jahre darauf aufmerksam gemacht, was da eigentlich passiert. Es hat nun niemand hingehört und es hat niemand hingeguckt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass in diesem Fall, also die Frage, die Sie vielleicht gerade an Ihnen gestellt haben, ich finde, es war ein Riesenfehler, diese Weltmeisterschaft nach Katar zu geben. Ich sage aber nicht, dass wir nicht eine Weltmeisterschaft in Länder geben können, die keine Fußballtradition haben. Aber es ist wichtig, dass wir das an bestimmte Bedingungen verknüpfen. Und wir haben dieses Land, was Menschenrechte verletzt, auch noch mit dieser Weltmeisterschaft, so sehe ich das, belohnt. Weil wir auch noch diese Weltmeisterschaft dahingegeben haben, wissentlich, dass all das, wofür eigentlich was gebraucht wird für diese Weltmeisterschaft, gar nicht zur Verfügung steht, sei es die Infrastruktur, sei es die Stadien. Man wusste, man geht ein Risiko ein und man ist dieses Risiko ganz bewusst eingegangen. Und da muss ich sagen, da ist mein Menschenrechtsherz einfach ein bisschen höher. Ja. Und das verstehe ich dann wiederum nicht. Empfindet sich da die FIFA vielleicht sogar als Entwicklungshelfer? Denn die hat ja in ihren Statuten stehen, dass sie für Menschenrechte und Diversität eintritt. Das, was man ihr jetzt gar nicht mehr abnimmt. Wie ist diese Rolle da zu verstehen? Verstößt sie ständig gegen ihre eigenen Statuten? Naja, diese Entwicklungshilfe war für die eigenen Kassen von 5 oder 6 Mitgliedern des Exekutivkomitees, die dann 5 Jahre später nach der Vergabe morgens um 5:30 im Hotel Borolac in Zürich vom FBI mit Hilfe der Kantonspolizei Zürich abgeholt worden sind und angeklagt worden sind von der amerikanischen Justizministerin Loretta Lynch. Das ist die eine Sache. Sie haben gesagt, wir vergeben. Wir vergeben keine WM, die FIFA vergibt diese WM. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Ich will es ausführen, ich greife es ja nicht an. Ich will es nur feststellen, dass die Mehrheit dieser 22 damals diese WM vergeben hat. Sepp Blatter,
der heute so tut und kokettierend durch die Schweiz zieht und Infantino seinen Landsmann angreift, der 10 Kilometer von ihm weg im Wallis auf die Welt gekommen ist, war damals der Präsident. Und er tut so und tat damals so, als ob er damit nichts zu tun hätte, mit der Begründung, er hätte für die USA gestimmt. Also der große Knall, der Urknall war, das nach Katar zu geben, in ein Land, ich bin bei Ihnen, muss nicht unbedingt Fußball. Aber da war nichts, Sie werden das bestätigen, es gab kein Fußballstadion. Es wurde Fußball gespielt vor 50 Zuschauern und die sind meistens erst zur Halbzeit gekommen. Es war nichts da und man hat es dorthin gegeben. Dann hätte man, Sie haben es angesprochen, 12 Jahre Zeit gehabt. Dann hat man erst mal festgestellt, oh, im Sommer ist es heiß. Da hat man bis 2015 gebraucht, um diese WM dann in den Winter zu verlegen. Das wäre der Tag gewesen, wo man gesagt hat, müssen wir die wirklich dahin geben? Dann hat 2015 eine Handball-Weltmeisterschaft, übrigens nicht die einzige WM, die dort stattgefunden hat, Tischtennis, Leichtathletik, haben die alle gekauft, um den Plan von ihnen, wir müssen auf der Landkarte erscheinen, zu erfüllen. Bei der Handball-WM, und jetzt kommt mein Vorwurf, habe ich kein Regenbogentrikot gesehen. Ich habe nichts gesehen. Es gab keine Demonstration. Es gab öffentlich keinen Widerspruch, obwohl die damals Handball gespielt haben, wirklich eingekauft worden sind. Und wer einen katarischen Schäferhund hatte, das ist der alte Spruch vom Eishockey, der wurde dann Katarer und konnte das spielen. Die Fehler wurden vor 12 Jahren gemacht, nochmal vor 6 Jahren. Was jetzt stattfindet, ist zum Selbstzweck eine Bekenntnisfolklore, die ich nicht nachvollziehen kann, weil ich will eine Fußball-Weltmeisterschaft sehen. Das heißt also, der Fußball, also wenn man sagt, es waren schon andere Sportarten dort in Katar vor Ort gewesen, aber Fußball ist noch eine andere Dimension, die das dann sozusagen richtig öffentlich macht. Naja, also ich finde es nicht verwunderlich, dass du vor einer Weltmeisterschaft im Fußball, irgendwie einer der größten Sportarten der Welt, es eine besondere Resonanz gibt und die Handball-Weltmeisterschaft ist auch nicht völlig kritiklos vonstatten gegangen. Also schon damals gab es sehr viel negative Presse über diese zusammengekaufte Mannschaft. Über die Mannschaft, genau. Aber nicht über die Zustände, nicht über die Menschenrechtsverletzungen, nicht über Schwulen, die keine Rechte haben. Alle die gesellschaftlichen Themen, Philipp, waren kein Thema. Aber der fehlende Protest von damals desavouiert nicht den Protest von heute. Also ich finde, man kann schon sagen, das hat nach wie vor die Berechtigung, jetzt Öffentlichkeit herzustellen. Und man muss eben auch sagen, all die Leute, die darüber gemeckert haben, die gesagt haben, das geht so nicht, haben damals in der Öffentlichkeit keine Resonanz gefunden. Also jetzt hat man offenbar eine Projektionsfläche, auf der das global wahrgenommen wird. Damals, wir haben beispielsweise bei 11 Freunde sicherlich sehr, sehr viele Artikel, 5, 6, 7, 8 große Meinungsartikel über diese Vergabe geschrieben, haben es kritisiert. Am Ende haben die Leute gesagt, es ist noch zu weit weg. Wir blicken nicht 2017 oder 2015 auf 2022. Ich glaube nur, dieser Satz, ich will eine Fußball-WM sehen, die funktioniert nicht, wenn einem an Fußballkultur gelegen ist. Also für mich ist ganz entscheidend zu schauen, in welchem Umfeld findet Fußball denn statt. Also ich kann das nicht so sehr ausblenden, zu sagen, ach, ich gucke jetzt einfach nur auf den grünen Rasen und ich schaue nicht, ob da Leute, die eine Regenbogen-T-Shirt anhaben, nicht ins Stadion kommen. Und ich lasse mich aber nicht absprechen, dass ich Fußballkultur habe. Ich würde dir wünschen, wenn du tatsächlich so verbunden bist mit der Fußballkultur, das eben nicht auszublenden, sondern zu sagen, mir ist es wichtig, in welchem Stadion, in welchem Land, in welchen Umständen das stattfindet. Also gerade als Verfechter der Fußballkultur sollte man das tun. Ich glaube auch, dass es eben genau darum geht, nicht irgendwie blind auch zu sagen, ich boykottiere diese Weltmeisterschaft, sondern wie boykottiere ich diese Weltmeisterschaft? Und mein Empfinden ist einfach, dass es mittlerweile ganz konstruktiven Boykott gibt, nämlich eine ganz kritische Auseinandersetzung mit dieser Weltmeisterschaft, die natürlich sehr, sehr viel mit sich zieht. Aber ich finde es auch sehr wichtig, ich trainiere junge, geflüchtete Mädchen, die aus Unrechtsregimen geflohen sind. Die kommen hier in dieses Land und fragen mich, wie kann es sein, dass für eine Weltmeisterschaft Menschen sterben, dass für Fußball, den wir ja so lieben und der uns so viel gibt, Menschen sterben. So, und jetzt beantworten Sie mal 12-, 13-, 14-jährigen Mädchen diese Frage. Machen Sie das mal. Versuchen Sie das mal in Worte zu fassen, was das eigentlich konkret bedeutet. Und ich glaube, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ich habe ja auch eine Menschenrechtsorganisation gegründet, als Minderheit in der Minderheit. Und ich weiß, wie es ist, wenn eben nicht hingeguckt wird, wenn man nicht laut ist, wenn die Menschen, die eine Stimme haben, sie nicht nutzen für eben Minderheiten. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß genau, was es bedeutet.
Und deswegen ist es mir wichtig, in diesem Fall tatsächlich die Stimme zu sein. Und ich liebe das, dass es gerade hier durch dieses Land auch geht. Die Stimme zu sein für diejenigen, die eben nicht laut sein können. Und wir können uns dieser Verantwortung nicht entziehen. Und das meine ich auch mit wir. Wenn ich sage wir, mit wir meine ich auch unseren nationalen Verband, der natürlich auch Druck ausüben kann. Wir als Zivilbevölkerung können Druck ausüben auf die FIFA. Da gebe ich Ihnen recht, dass die FIFA da natürlich ganz viel Mist gebaut hat. Das wissen wir alles mit der Vergabe und allem, was da passiert ist. Aber es ist auch, muss doch unser aller Anspruch sein, dass wir es schaffen, da so einen Druck auszuüben, dass das eben nicht nochmal passiert. Wir können das ja nicht immer hinterher sagen... Den ersten Zugriff hätte doch der DFB. Sind wir uns einig, oder? Der ist Mitglied dieser FIFA. Und den ersten Zugriff, Druck auszuüben, hätte der DFB. Das war ein laues Lüftchen, was er da gemacht hat. Vielleicht in Ergänzung dessen, was Sie sagen wollen, noch, wie nehmen denn die Katarer diese Kritik auf? Die bekommen Sie ja irgendwie auch mit. Genau. Bevor ich darauf eingehe, noch ganz kurz zum Vorhergesagten, was Frau Theker zum Beispiel sagte, finde ich spannend. Weil eigentlich heißt es ja im Rückschluss, dass es für dich jetzt auch gut ist, dass so eine Aufmerksamkeit auf diese Themen kommt. Weil ich kann mich gut erinnern an ein Zitat, ich habe 120 Interviews für meine Doktorarbeit geführt mit allen Entscheidungsträgern von 99 bis 2013 in Katar und Deutschland, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Und ein deutscher Spitzenmanager sagte damals zu mir, meinst du ernsthaft, dass sich jemand interessiert, wie die Arbeitsbedingungen auf den Baustellen sind? Der Boom setzt ja schon Anfang der 2000er Jahre ein. Wenn jetzt jemand das kritisiert, zu Recht kritisiert, finde ich das auch glaubhaft, wenn man selber so brennt für das Thema eine Menschenrechtsorganisation hat. Jeder kann das für sich selber einordnen. Und das ist gut so. Ich sage auch, es gibt viele Sachen zu kritisieren. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage. Es ist die Frage, wie man das macht. Und in den internationalen Beziehungen, in der Diplomatie, das Medienmechanismen funktionieren anders als Diplomatie. Aber ich würde das empfehlen, etwas leiser zu machen, weil der Westen als Gesamtes macht sich sonst auch zu leicht den Vorwurf der Doppelmoral aussätzig und muss es sich zum Teil auch berechtigterweise sogar schon anhören. Und natürlich wird das in Katar beobachtet, und zwar nicht nur in Katar, sondern da wird dann im arabischen Raum auch zusammengestanden. Und ich habe das Eröffnungsspiel zusammen mit arabischen Diplomaten hier sehen können in Berlin. Und das war nicht der katarische Botschafter, aber ein anderer, den ich jetzt nicht nennen möchte, der ganz klar, der nicht nur verärgert war, sondern der regelrecht, wie soll ich sagen, also das war sehr emotional für ihn. Und er meinte, und das noch abschließend, Sie sollen mal abwarten und uns nicht zu weit treiben, weil wir haben sonst dann auch noch Möglichkeiten, Firmen auszuschließen von Aufträgen etc. Und darum geht es am Ende. Aber ist das, also, nicht sogar das Problem, dass wir uns überhaupt erpressbar machen? Erpressbar in welchem Sinne? Wir müssen das mal auseinander. Wenn ich von wir rede, rede ich von Deutschland. Also ist ja klar, okay, also von uns als Gesellschaft. Ja, von uns als Gesellschaft, von politischen Entscheidungsträgern. Von politischen Entscheidungsträgern, von Leuten aus dem Wirtschaftsbereich. Das ist ja genau das, was ich meine. Ich glaube, dass wir uns nicht gut tun daran, uns jedes Mal erpressbar zu machen in irgendeiner Weise. Aber da würde mich die Meinung von Herrn Köstler und Herrn Hartmann interessieren, weil die können das beantworten. Ganz kurz vielleicht noch, also was Erpressbarkeit angeht, unser Bundeswirtschaftsminister war ja im März dort, um Flüssiggas einzukaufen. Also wir sind natürlich in der Tat auch wirtschaftlich von diesem, gerade von Katar. Wobei aus dem Deal noch nichts geworden ist. Und es wird auch schwierig, dass das raus wird. Weil Deutschland die Vertragslaufzeit nur 5 statt 20 Jahren haben möchte. Herr Köstler, noch eine Frage. Aber man kann doch feststellen, dass inzwischen in der Welt des Sports, gerade in der Welt des Fußballs, auch doch sehr viel mehr Sensibilität da ist. Ich erinnere mich an die Fußballweltmeisterschaft 1978, da waren Sie noch gar nicht auf der Welt, in Argentinien, in einem Land, das von einem mörderischen Militärregime damals beherrscht worden ist. Der DFB-Präsident damals, Hermann Neuberger, hat das alles gesund geredet, sei alles halb so schlimm. Die FIFA hat kein Wort gesagt. Da haben Fußballspiele stattgefunden und nebendran wurden Menschen zu Tode gefoltert in Gefangenenlagern. Also wenn man diese Zeit 78 bis heute sieht, dann hat sich doch vieles auch, wird auch vieles angesprochen und diskutiert. Also es ist eine gewisse Sensibilität da. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass Fußball eine völlig andere Bedeutung in der Gesellschaft hat. Also wir haben ja ganz viele soziale Milieus, die sich aufgelöst haben. Katholisches Milieu, Parteienmilieu, und der Fußball ist so die letzte große Gesellschaftsreligion, die quasi alle irgendwas zu sagen können. Es ist Gesprächsthema und natürlich ist es eine ganz andere Projektionsfläche geworden und wird natürlich auch komplett anders in so einen gesellschaftlichen Verantwortungskontext gestellt. Der Punkt ist nur, wenn es folgenlos bleibt, ist es völlig egal, wie gesellschaftlich bedeutend das ist. Also wenn es nach wie vor möglich ist, dass wir
ohne ein moralisches Geländer, ohne ethische Kriterien so eine WM nach Katar vergeben können, dann ist natürlich ein großes Problem da. Und ich warne auch so ein bisschen davor, dass man jetzt sagt, was geschieht da alles an Unrecht. Also man muss tatsächlich sagen, seit 2010, seitdem diese WM dorthin vergeben worden ist, sind die Einwohner von Katar, der Staat Katar, sehr, sehr pfleglich behandelt worden von extrem vielen staatlichen Stellen, von den Medien. Ich habe bis 2021 sehr, sehr wenig darüber gelesen, was da eigentlich alles passiert. Es gab ein paar Berichte vom Guardian, von Amnesty International, von Human Rights Watch, aber insgesamt gab es sehr, sehr viel Applaus, sehr, sehr viel Goodwill, sehr, sehr viel Bereitschaft, mal zu gucken, was sich in dem Land so tut. Insofern kann ich die Verärgerung, dass man kurz vor dem Turnier, dass dort nochmal alles aufploppt, dass es sehr, sehr viele Berichte gibt, sehr, sehr viele Proteste, nicht so richtig verstehen. Weil klar, man kann ein bisschen beleidigt sein, dass jetzt nicht alle mitfeiern wollen bei dieser großen Inszenierung, aber gleichzeitig ist es eben auch so, Katar kann sich eigentlich über mangelnde Unterstützung, gerade aus der Politik und aus der Wirtschaft, nicht beklagen. Nein, da würde ich Ihnen auch recht geben, aber ich glaube, man unterschätzt oftmals vielleicht auch die Emotionen. Und das ist schon ein sehr emotionales Thema, nicht? Ich meine, klar ist die Fußballkultur anders dort, aber Katar hat eine Fußballliga in dem Jahr gegründet, in dem sie hier in Deutschland gegründet wurde. Fankultur ist anders, aber ich glaube, wir müssen uns das vergegenwärtigen. Und ich habe viel mit Freundinnen und Freunden dort vor Ort zu tun. Das ist eine Riesensache. Das ist das erste Mal eine WM in einem arabischen Land. Und Katar, die ja viele andere Sachen auch als Plattform machen, möchten diese WM natürlich für ihre ganzen arabischen Freunde zu einem Erfolg machen. Ja, es geht natürlich um die eigene Sichtbarkeit in der Welt, aber es geht auch um die Sichtbarkeit nach innen in die arabische Welt. Aber können Sie uns vielleicht mal erklären, das fände ich ja schon mal interessant, warum setzt zum Beispiel Katar dann in der Behandlung von Reportern, in der Behandlung von Anhängern, so auf einen rigiden Kurs? Gibt es da so wenig PR-Berater, Büchsenspanner, die Ihnen mal sagen, liebe Freunde, das sorgt nicht für eine gute Presse im Westen, im globalen Norden, wo auch immer? Ja, ist ein guter Punkt, denn die Frage ist, das mache ich zum Teil auch in meiner Arbeit, ich bin kein PR-Berater, aber die Frage ist ja, wer berät Sie und wie sind Sie beratungsresistent oder nehmen Sie auf? Ich würde sagen, wie ich das erfahren habe, hören Sie zu und sind auch lernfähig. Am Ende des Tages werden aber auch Entscheidungen zum Teil getroffen, die für uns schwer nachvollziehbar sind, die aber kulturell anders ablaufen. Es ist ein sehr hierarchisches System dort. Es ist der Emir an der Spitze. Es ist im Endeffekt ein Family Business. Ich nenne das oft Qatar Inc. Es ist die Königsfamilie Al-Thani. Dann gibt es, und das ist eine große Familie mit schätzungsweise 7000 Mitgliedern. Und dann gibt es drumherum andere große Familien, und das sind tribale Stammeskulturen. Da wird in einer Majlis, das ist die Institution, wo alles besprochen wird, untereinander sich unterhalten. Wir im Westen, glaube ich, das ist schwer nachzuvollziehen für uns. Das ist für mich manchmal auch noch schwer nachzuvollziehen, obwohl ich seit 10 Jahren in Kontakt bin, immer mit dem Interesse, es besser zu verstehen. Die Frage, aber ist da, ich, da habe ich noch eine Frage, ja, Frau Tikal. Bringen wir der Kultur solcher Länder doch zu wenig Respekt entgegen? Ja. Also die Frage ist jetzt, Sie haben, glaube ich, selbst geschrieben, es wird gefährlich, wenn sich ein queres Paar in Katar in aller Öffentlichkeit küsst. Also es gibt eine ganze Reihe von muslimischen Ländern, die beliebte Touristen und attraktive Touristenziele sind. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Oman, Indonesien, Ägypten, Tunesien, Marokko, das sind alles muslimische Länder. Und in den Reiseführern steht immer, dass man Rücksicht auf die Gefühle der einheimischen Bevölkerung nehmen soll. Also nicht im nackten Oberkörper in den Bazar gehen und Frauen nicht mit dem Bikinihöschen in der Stadt bummeln. Müssen wir da nicht vielleicht auch nochmal überlegen, wie diese Menschen dort, und zwar nicht nur der Emir und nicht nur das Machtgefüge, dort reagiert? Naja, ich sage ja nicht, dass wir jetzt unsere deutsche Schablone auf dieses Land legen sollen. Guter Punkt. Und ich sage Kultursensibilität ja, aber ich sage auch Menschenrechtsverletzungen nein. Und ich sage ganz klar, in diesem Moment, wo unsere Innenministerin mit einem Sicherheitsversprechen zurückkommt und ganz klar äußert, die queere Community kann jetzt dahin reisen, bedenkenlos, alles ist in Ordnung. Und wir hören aber ein paar Tage später von einem sogenannten WM-Botschafter eben genau die Aussage, dass Homosexuelle irgendwie einen geistigen Schaden hätten. Da stelle ich mir die Frage, was ist jetzt eigentlich, also gilt das Sicherheitsversprechen noch, gilt es nicht? Und deswegen sage ich ja in diesem Moment... Hat es so gegeben, wie Frau Fässer das sagt?
Sie sagt doch. Ja, ich schenke ihr Glauben. Ich saß mit ihr bei Hart aber fair und ich habe sie gefragt und sie hat Ja gesagt. Mehr kann ich nicht glauben. Ist schon klar, sie ist Politikerin. So. Und am Ende des Tages ist es doch auch so, dass wir natürlich gewisse Kulturen, also ich komme aus einer Kultur, wo ich, also darüber brauchen wir nicht reden, Kultursensibilität auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, aber wir reden hier davon, dass wir, wie gesagt, eine Weltmeisterschaft in ein Land gegeben haben, was eben Menschenrechte massiv verletzt. Und das war doch der Fehler. Da fängt es doch an. Mhm. Und wenn wir von der Aufmerksamkeit sprechen, von der wir eben gesprochen haben, und wie wichtig die ist, dass es die jetzt gibt, wir sehen es doch gegenwärtig im Iran, was da passiert. Und ohne diese Aufmerksamkeit, wenn wir wenn wir nicht das Sprachrohr wären für diese Menschen vor Ort, die gegen dieses Unrechtsregime auf die Straßen gehen, wenn wir nicht darauf aufmerksam machen würden, dann würde niemand davon wissen oder erfahren, was da eben gerade passiert. Mhm. Und deswegen noch einmal, wie wichtig es ist, auch laut zu sein und Stellung zu beziehen. Und die Zeiten, wo wir ruhig sind und leise sind und schweigen, die sind vorbei. Punkt. Also es geht relativ laut zu. Es gibt auch eine ganze Reihe von optischen Demonstrationen. Die One Love Binde ist eine dieser Demonstrationen. Die Dänen wollten auf ihre Trainingshemden die dänische Nationalmannschaft schreiben, Menschenrecht für alle. Das ist von der FIFA untersagt worden mit dem Argument, das sei eine politische Botschaft und das sei nicht erlaubt bei Weltmeisterschaften. Ich habe mich gefragt, wieso das eine politische Botschaft ist. Die Menschenrechte sind universell, sie sind unveräußerlich, so steht das in der Deklaration der Menschenrechte. Wie kann die FIFA eine solche absurde Begründung geben, um das zu untersagen? Die FIFA hat ja die absolute Idee in die Tat umgesetzt, die WM nach Katar zu geben. Also was die FIFA nicht darf und darf, bestimmt die FIFA ganz offensichtlich. Das ist der Ansatz, Herr Keller, verstehen Sie mich? Nicht Katar, der Ansatz ist die FIFA, dann machen die so weiter. Die FIFA hat 233 Verbände, mehr als die UNO, die hat 195. Die UEFA hat in Europa 55 Verbände und 7 davon, man muss das schon mal auch in die Relation setzen, 7 davon haben sich entschieden, diese One-Love-Binde zu tragen. 7. Nicht mal alle Europäer waren dabei. 13 nehmen nämlich teil an dieser WM. Die Spanier waren nicht dabei. Hugo Lloris, der Kapitän der französischen Nationalmannschaft, hat zum Beispiel gesagt, nein, ich trage sie nicht. Weil wir erwarten in Frankreich, dass Gäste, die zu uns kommen, sich nach unseren Regeln und nach unseren Gesetzen halten. Also mache ich das auch dort. Wir dürfen nicht immer so dieses pauschale Wir. Es sind nicht alle, es sind 7, die jetzt dabei waren. Und ich will das einfach zitieren. Da steht in Artikel 13.8.1, bei FIFA-Finalwettbewerben muss der Kapitän einer jeden Mannschaft eine von der FIFA bereitgestellte Binde tragen. Das wusste der DFB. Und dann sind sie so halbweich dahin und dann sind sie eingeknickt. Der DFB muss richtig antreten gegen die FIFA und muss Verbündete finden. Sonst reden wir in 5 Jahren noch in solchen Runden darüber. Ja, aber ich glaube, auf einer dieser Binden, die offiziellen, steht ja No Discrimination, also keine Diskriminierung. Dann frage ich mich natürlich, worüber diskutieren wir eigentlich mit der FIFA? Also ich würde ohnehin sogar mal davon raten, dass nicht auf so vermeintlich schwache Symbole wie diese Binde auch zu reduzieren. Ja. Also wir sind ohnehin gerade dabei, uns an Symbolen festzuhalten, ob es jetzt nur diese Binde ist, ob es eine Inschrift im Trikot ist oder ob es dieses etwas, rätselhafte Mund zu halten ist, was die deutsche Mannschaft dann... Was das FIFA-Weltbild ja nicht übertragen hat, also als Fernsehbild. Ja, was ohnehin schon mal klar war, dass das sicherlich auch nicht zu sehen sein wird, weil anders als beispielsweise beim Abfahren der Nationalhymne ist das eben ein Bild, das die FIFA da auch rausschneiden kann. Ich glaube nur, es ist eine Ersatzhandlung. Auch die deutsche Mannschaft hat sich ja gefragt, was kann ich eigentlich machen? Und man ist auf so ein etwas infantiles und auch ein sehr halbherziges Symbol gekommen. Es wäre Hansi Flick unbenommen gewesen, den Spielern unbenommen gewesen. Politische Botschaften, ein Plädoyer für Menschenrechte, für Gleichberechtigung, gegen Diskriminierung, auch ohne Probleme in der Pressekonferenz zu sagen. Es hätte vielfältige Möglichkeiten gegeben, auch der deutschen Mannschaft Stellung zu beziehen. Das hat doch Kimmich gemacht, 2 Tage vor der... Also ganz ehrlich, alle Äußerungen, ob es nun Thomas Müller war, Leon Goretzka würde ich da mal rausnehmen, weil von dem noch das Reflektierteste kam, was Kimmich gemacht hat, was Nico Schlotterbeck gemacht hat.
Man merkt natürlich, und das ist auch völlig okay so, das sind Sportler und das sind keine professionellen Menschenrechtler. Das sind Menschen, die vor allen Dingen ein Turnier spielen wollen. Und ich finde das auch völlig okay. Und ich finde es auch gar nicht so, dass man sagen würde, das ist ihnen abzusprechen. Aber klar ist eben auch, es ist eigentlich die Aufgabe des Verbandes, es ist die Aufgabe der Funktionäre, des Trainers, auch des Sportdirektors, auch von jemandem wie Oliver Bierhoff, da eine klare Position zu haben, nicht rumzueiern, nicht zu sagen, wir wollen das Thema irgendwie weghaben. Und da rächt sich eben, dass der DFB das über 11 Jahre weggedrückt hat und jetzt plötzlich unter Druck versuchen muss, irgendeine Art von moralischem Geländer zu präsentieren, das man vielleicht gar nicht in der Form hat. Also der Rahmen hat gefehlt, woran sich die Spieler eben auch einfach orientieren können. Du kannst sie auch doch nicht, Entschuldigung, nicht aufladen. Moukoko ist jetzt 18 geworden während dieser WM. Adeyemi ist 20. Musiala ist 19. Du kannst sie doch nicht mit politischen Botschaften aufladen. Der ist dorthin gefahren zum Fußballspielen. Das kann ich doch gar nicht verlangen. Dafür sind die auch nicht da. Das müssen der Präsident machen, wie du hast ja aufgezählt. Die müssen das machen. Aber das ist jetzt die Frage, ob jetzt aus Sicht einer ehemaligen Profifußballerin sollten sich prominente Profisportler auch gesellschaftspolitisch engagieren. Sie sind prominent. Sie gelten für viele als Vorbilder, an denen sich viel projiziert. An diesen Vorbildern sollten Sie das machen oder sagt man, okay, das muss jeder selbst wissen, der eine lebt nur für den Sport oder die eine und die anderen machen auch den Mund auf in politischen Fragen. Also ich finde schon, dass man definitiv zumindest Haltung zeigen kann. Und das dann in dem Fall, wie ein Leon Goretzka das beispielsweise gemacht hat, der das ja auch kritisiert hat, der gesagt hat, das stimmt nicht überein mit meinem Wertekonsens beispielsweise, der dann solche Äußerungen trifft und trotzdem diese Weltmeisterschaft spielt. Und ich glaube schon, dass das eben geht und dass das eine das andere nicht ausschließt. Ich würde jetzt niemanden vor die Kamera zerren und zwingen, irgendeine Aussage zu treffen. Und da sage ich auch, da hätte der Verband, auch der DFB, natürlich einen Rahmen schaffen können. Vor allem, ich weiß, dass sie es intern viel gemacht haben, in diversen Workshops. Aber sie hätten nach außen ihre Statements ganz offen auch positionieren können, damit die Spieler sich daran orientieren können und zumindest wissen, wie sie dann vielleicht auf Fragen reagieren. Und das ist nicht passiert. Und dennoch sage ich, dass wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass ein Fußballer oder ein Sportler oder eine Sportlerin, die so viel Aufmerksamkeit bekommt, sich nicht zu äußern kann zu politischen Themen. Das ist ganz ehrlich, das ist ein etwas, was sich ganz andere gar nicht leisten können. Das ist etwas, was die in diesem Fall dann eben auch nutzen können. Und wenn wir es wirklich vergleichen, ich ziehe diesen Vergleich gerne nochmal, mit den iranischen Sportlern, die diese Nationalhymne verweigern, ja, die in dem Moment nicht nur ihre sportliche Karriere aufs Spiel setzen, sondern eben das ihrer Familien und das ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen, dann kann ich zumindest von einem Spieler erwarten, dass er Position bezieht. Ich sage ja nicht, dass er sagen soll, alles ist scheiße. Entschuldigung, darf ich das sagen? Weiß ich nicht. Natürlich können Sie ich sage ja nicht, dass er sagen soll, alles ist verkehrt Mist, hier. Ja? Okay, nochmal zu den Kataris zurückkehrend. Sie haben gesagt, die pochen auf ihre kulturellen Autonomie oder auf ihre kulturelle Autonomie. Kann es sein, dass trotzdem etwas von dieser Diskussion abfärbt, etwas hängen bleibt in dieser Gesellschaft? Sie ist ja wie viele arabische Gesellschaften sehr jung. Sie ist sehr gut informiert. Sie ist viel besser digitalisiert als Deutschland. Zwar keine große Kunst, aber dass da was hängen bleibt. Ich meine, zunächst noch mal zu der PR-Firma zurück, weil ich habe gerade noch mal einen Moment drüber nachgedacht. Die Frage, haben die richtigen PR-Firmen, ist eine Frage der Erwartungshaltung. Selbst wenn sie die richtigen hätten, welches Narrativ wollen sie erzählen? Und jetzt kommen wir zurück zu der Frage. Das ist ein Land, was ja innerhalb von den letzten 50 Jahren eine Mega-Entwicklung in einer Zeit durchgemacht hat, wo wir 200 für gebraucht haben. Also von diesen traditionellen Stammesgesellschaft, wie sie auch heute noch ticken, in 50 Jahren in die Supermoderne. Und wenn man sich das mal auch psychologisch vorstellt, über 2 Generationen, 3 Generationen hinweg so eine Entwicklung, man hat dieses Spagat zwischen Supermoderne und Tradition, das möchte man auch bewahren, dann muss man schon auch sehen, was wollen die denn dort vor Ort und wo wollen die hin? Und ich glaube, man sollte das auch fragen. Und dann wird man vielleicht auch eine Antwort bekommen, dass sie eben nicht unbedingt immer das wollen, was wir für gut heißen. Und ich bin auch jemand, der natürlich sagt, universelle Menschenrechte überhaupt nicht diskutierbar. Wenn ich mit Freunden dort vor Ort auch spreche oder auch Geschäftskontakten, ich hoffe und denke auch, dass was abfärben wird, weil Sie haben das richtig gesagt, das ist ein extrem junges Land. Die kennen uns sehr viel besser als wir sie, weil die in der Regel auf Ivy League Universities
in der ganzen Welt ausgebildet sind, zurückkommen, unsere Ideen und Werte ja auch mit aufgesogen haben, das dann vergleichen. Aber ich glaube trotzdem, innerlich, die DNA kulturell ist eine andere. Und da muss man auch noch sehen, Katar ist auch ein sehr konservatives Land. Mhm. Und die Führung, die ist sehr westwärts gewandt und progressiv. Aber so das Gros, und wir reden hier, also Katar hat 3 Millionen Einwohner, davon sind 10%, nämlich 300.000 Euro, sage ich, das war der freudsche Versprecher, 300.000 Kataris. Ja? Also von daher, ich würde sagen, ja, und ich hoffe, dass, also ich meine jetzt schon, dass die WM ein Katalysator war für Entwicklung und für Reformen. Ich hoffe eben, dass die Aufmerksamkeit dann nicht abrupt abfällt, glaube ich aber auch nicht, weil die haben andere Sportevents auch in der ganzen Region. Und du hast es ja auch gerade schon nochmal gesagt, dass gerade auch aus Sicht einer Menschenrechtsorganisation so eine Aufmerksamkeit ja gut ist, weil dann wird hingeschaut, was davor nicht der Fall war. Ja, und ich möchte trotzdem noch was sagen. Es ist wichtig, genau, dass hingeschaut wird. Und dennoch möchte ich sagen, ja, es hat auch bei uns sehr lange gedauert, bis wir in einer Demokratie gelebt haben. Das stimmt. Aber wir können nicht so viel Zeit wieder verstreichen lassen, weil unser Anspruch muss wirklich sein, dass es wirklich in jedem Land demokratische Werte gelten und dass zumindest jeder so frei leben kann und lieben kann, wen er möchte oder sie möchte. Und jetzt kommt's. Ja. Denn eins sage ich, diese Zeit, die da verstreicht, die läuft immer auf dem Rücken von Minderheiten. Ja. Und ich spreche hier heute für die Minderheiten. Genau. Und das ist mir ganz wichtig. Und das finde ich auch ein guter Punkt. Wenn man sich das mal global anschaut, ist ja leider Gottes, sind ja Autokratien in der ganzen Welt auf dem Vormarsch. Das ist eine Katastrophe, aber das ist nun mal so. Und ich glaube, wir stehen längst in einem Wettbewerb der Systeme. Und wer diesen Kampf am Ende gewinnt, wird sich nicht an PR-Strategien entscheiden, sondern an der einfachen Frage, welches System effizienter die Krisen unserer Welt lösen kann. Zum Glück sind die drängendsten Probleme wie Klimawandel etc. nur gemeinsam zu lösen. Also habe ich da Hoffnung. Und die eigene Gesellschaft damit nimmt. Ich würde gerne noch ein weiteres Kapitel in der Sendung öffnen. Herr Köster, wohin entwickelt sich der Weltfußball? Und vor allen Dingen in dem Zusammenhang natürlich, wohin entwickelt sich die FIFA? Im nächsten Jahr steht Gianni Infantino erneut zur Wahl. Nach den derzeit geltenden Statuten wäre das die letzte Wiederwahl. Was können wir erwarten jetzt vielleicht bis zur Fußballweltmeisterschaft 2026 in Kanada, USA, Mexiko? Also der internationale Fußball ist ja auch sehr komplex. Also wir haben einen starken Schwerpunkt in Europa, wo wir gerade erleben, dass sich eigentlich immer mehr an Gier und Macht zusammenballt. Wir haben diese Bestrebungen zur Super League, also quasi die Raustrennung quasi der Superreichen aus einem bisher noch leidlich funktionierenden Solidarsystem, selbst wenn man es auf so eklige Weise macht wie die Champions League. Wir haben auf der FIFA-Ebene eine Machtlosigkeit Europas, das muss man klar so sagen. Infantino wird im März wiedergewählt werden, per Akklamation in Ruanda. Er hat sich ja durch vielerlei Zuwendungen und Aufmerksamkeit die Stimmen gerade von den Zwergstaaten gesichert. Und die Frage ist eigentlich, will man das wirklich ändern? Also gibt es beispielsweise in den europäischen Verbänden... Kann man das überhaupt ändern? Ja, kann man das ändern und will man das ändern? Und ist man bereit, auch, ich sag's mal, etwas schmutzige Machtpolitik zu betreiben? Also klar ist, entweder sagt man, man sucht die Konfrontation, man stellt beispielsweise auch mal einen Gegenkandidat auf, selbst wenn der ein bisschen gedemütigt wird, weil er so wenige Stimmen bekommt. Gibt es strukturelle Bemühungen, beispielsweise auch die Macht der FIFA zu begrenzen? Ich finde es zum Beispiel ein Skandal, dass die europäische Politik beispielsweise immer noch wegguckt, komplett, sowohl bei den Super League-Bestrebungen als auch bei den Dingen, die bei der FIFA passieren. In Amerika gab es zwischendurch mal ein paar Bestrebungen, auch die FIFA als Mafia-ähnlich Vereinigungen einzustufen. Das hätte insbesondere, was die Sponsorenfrage angeht, viel bewegt. Jetzt merkt man hin, zur WM 2026 will man doch nicht so viel Ärger. Also am Ende stellt sich die Machtfrage, auch im Fußball, wie eigentlich auf jeder anderen gesellschaftlichen Ebene auch. Und die Frage ist, will der DFB, wollen die europäischen Verbände was ändern oder sind sie irgendwie abseits von ein paar Protesten? Die Frage ist ja, wie man da Widerstand leistet. Es gibt also ganz neue Umfrage von dieser Woche. 57% der Deutschen sind der Meinung, der DFB soll aus der FIFA austreten. Das wäre jetzt sozusagen die richtige Antwort auf die Zustände in der FIFA. Das sind so die Couch-Rebellen, die einen Klick machen müssen und dann sind es 57%. Möglicherweise wird, wenn in 6 Wochen die Umfrage kommt, sie ein bisschen anders ausfallen. Aber es gibt doch erheblich viele... Ja, oder noch schlimmer, wenn wir jetzt rausfliegen.
Na ja, gut, dass man sich die Beiträge spart. Okay, das aber steht auf einem anderen Blatt. Dass die FIFA offenbar ja ein ganz, ganz schlechtes Image hat. Wie kann man, wie können die europäischen Verbände, der deutsche, der niederländische, der französische Verband, wie können sie sich da zur Wehr setzen, dass also das nicht in die Richtung sich weiterentwickelt, die Philipp Köster da gerade skizziert hat? Der Chef der UEFA sitzt in diesem FIFA-Rat. Übrigens sitzt auch ein Deutscher drin, Peter Peters, der, ich sage das jetzt mal unvorsichtigerweise, erheblich dazu beigetragen hat, dass Schalke 04 an die Wand gefahren worden ist. Der vertritt Deutschland da. Ich glaube nicht, dass die Machtstrukturen aufweichbar sind. Da müssten sich ja mal schon viele einig sein. Es sind sich ja jetzt in dem Falle nicht mal die 13 europäischen Mitglieder einig, die bei der Weltmeisterschaft sind. Wie kriegen sie 55 unter einen Hut? Und dann wird er immer noch locker gewählt, weil er jetzt schon die Zusagen aus Afrika, Ozeanien, Asien hat, aus Südamerika. Es fehlt nur noch Mittel- und Nordamerika. Die werden es auch machen, weil sie die WM kommen. Dann kann Europa jammern, wie sie möchten. Aber der Reformdruck kann nicht aus den Verbänden kommen. Das hat ganz, ganz lange Jahre nicht funktioniert. Meinst du, dass von unten kommen muss? Es muss meiner Meinung nach Druck aus der Politik geben. Ja. Ich finde es ein Skandal, dass sich die Sponsoren überhaupt nicht äußern. Ja. Also jeder duckt sich weg, gerade die großen Sponsoren, ob es Adidas ist, ob es Coca-Cola ist, ob es viele andere sind. Es hätte längst unfassbar größeren, stärkeren Druck geben müssen seitens der Sponsoren. VW ist ja auch ein Sponsor und ein erheblicher Anteil der VW-Aktien gehören dem Emir von 17% Katar. Anteil. Ich will es gar nicht auf VW allein fokussieren. Ja. Für mich ist klar, Sponsoren müssen Einfluss haben. Sie haben enormen Einfluss und sie müssen ihn nutzen. Und ich finde nochmal, die Politik muss was tun. Es kann nicht sein, dass gerade auf europäischer Ebene dem alles zugeschaut wird und man sich sagt, ah, da können wir nichts machen. Es gibt eine klare Verantwortung und jeder Politiker, der im Europäischen Parlament sitzt, der auch in den nationalen Parlamenten sitzt und der in irgendeiner Weise Interesse oder sich den Menschenrechten und universellen Rechten verpflichtet fühlt, muss handeln. Also es kann nicht sein, dass wir sagen, das ist Fußball, das geht uns nichts an. Tino, muss doch was passieren. Bei Tegel, haben Sie eine Idee, was man machen kann, um das zu verhindern, Widerstand gegen die FIFA, bevor sie sich in Infantino umbenennt? Ich habe keine konkrete Idee. Ich bin gerne bereit, Lösungen mit zu gestalten. Da habe ich kein Problem mit. Aber ich komme eben nicht aus der Politik und ich glaube auch, dass das eben genau das Ventil ist, was es eben braucht und was ich machen kann in meiner Position als ehemalige Fußballerin und als Menschenrechtsaktivistin, ist tatsächlich immer wieder den Finger drauf zu zeigen und immer wieder die Leute darauf aufmerksam zu machen und auch mit politischen Entscheidungsträgern vor allem auch in Konfrontation zu gehen. Die Frage ist ja, geht das jetzt immer so weiter oder wie lang geht es so weiter? Man könnte ja auch eine andere Frage stellen. Ist das möglicherweise die WM in Katar ein Wendepunkt in der Fußball-WM-Geschichte? Ich glaube es nicht, das ist schnell vergessen, aber der Vorschlag ist, ich habe auch 12 Jahre bei der ARD Boxen moderiert, da gab es einen Weltverband, der hieß WBA, World Boxing Association, dann waren die sich nicht mehr einig, wer den boxt oder den, dann hat sich die WBC gegründet, World Boxing Council und später gab es dann noch ein paar Jahre noch einen Weltverband, alle führen Weltmeister. Vielleicht soll man eigentlich einen Gegenverband aufmachen und mal gucken, was draus wird. Ich weiß sonst auch nichts. Ja, Katar, was glauben Sie, Sie hatten es ja gerade schon gesagt, mit dem, was das möglicherweise für Bedeutung hat, dass die Entwicklung in Katar beschleunigt jetzt die WM, auch möglicherweise auch die negativen Diskussionen über das Land? Ja, würde ich auf alle Fälle sagen, aber vor allem erstmal die positiven Seiten, das wird ja leider auch weniger erwähnt. Ja, es gibt ja auch gute Sachen, die sich verändert haben. Also da nochmal ein persönliches Beispiel, als ich da vor 10, 12 Jahren das erste Mal hinkam, das war ein ganz anderes Land. Herr Hartmann hat das auch gerade beschrieben. Also nicht nur von der Infrastruktur her und der Skyline, sondern auch, wie die Menschen drauf waren und wie sie mit dir umgegangen sind als einer aus dem Westen, wie offen sie auch waren. Und da ist schon sehr viel passiert. Also ich kann mich erinnern, dass ich da vor 10 Jahren, wenn ich mit auch Geschäftskontakten, Frauen in Kontakt kam oder auch im privaten Bereich, man sich aus Netzwerken kannte und man sich irgendwo treffen wollte. Selbst in London musste man sich irgendwo in der Mall im letzten District treffen, weil das sollte nicht gesehen werden. Mittlerweile kann man in Katar ganz normal sich bewegen. Also es gibt viele Frauen in Führungspositionen. Das ist natürlich zum Teil auch was ein Bild, was gezeigt werden soll, ist auch ganz klar. Aber es zieht sich auch durch. Es sind wirklich viele junge Entscheidungsträgerinnen in sehr verantwortungsvollen Positionen. Werden wir
und auch für die Menschen drumherum. Es geht ja nicht nur um die Kataris, ich habe ja gerade gesagt, das ist ja eine Minderheit im eigenen Land, sondern was machen sie eigentlich für die Herrscher an Menschen, die ihnen alle zuarbeiten? Und ich auch, glaube auch da, und das haben auch Menschenrechtsorganisationen gesagt, dass es Veränderungen gab. Genau, es gibt ein Vollzugsdefizit, aber das ist was anderes. Gibt diese Reform auch nur für die WM-Baustellen? Was ist eigentlich mit den ganzen Arbeitsanlagen? Wir müssen es an dieser Stelle beenden. Ich hätte es fast noch gesagt, über 4 Jahren nochmal drüber, über das gleiche Thema diskutieren bei der nächsten WM. Ich bedanke mich bei Philipp Köster, bei Tuba Tikal, bei Waldemar Hartmann und bei Jeremias Kettner. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, am Sonntag um 13 Uhr bei Phoenix ein Programmhinweis von mir, Forum Demokratie aus unserer Reihe Minderheitenrechte mit dem Titel Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, moderiert von Michaela Kolster. Aktuelles und weiteres in Phoenix der Tag mit Maya Weber, darin unter anderem ein Bericht zur Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf. Thema waren die schlimmen Zustände im Iran. Die Bundesaußenministerin war heute vor Ort in Genf und hat sich zu diesem Thema geäußert. Bleiben Sie bei uns.